Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Cyberpunk 2077. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja eine etwas relativ gute Mission abgeliefert. Wir haben uns quasi mit dem guten Takemura getroffen, haben einen Konvoi manipuliert. Und ja, die Gegner, die hatten nicht wirklich Bock auf uns oder die haben uns einfach ignoriert. Und ja, mal gucken, was wir heute Schönes machen. Erstmal kurz Radio wechseln. Oh Gott, welches war das jetzt? Ja, so. Und es gab jetzt mittlerweile auch wieder ein Patch, beziehungsweise ein Fix-Patch. 1.11, also quasi die letzte Folge, die ihr gesehen habt, war mit dem älteren Patch noch, und ja, jetzt gab es einen neuen, der anscheinend irgendwie eine Mission von dem guten Takemura fixen sollte. Was genau, weiß ich nicht, ja, ob das der Fehler war, den wir hatten, dass uns quasi die Gegner komplett ignoriert hatten oder dass das Spiel abgestürzt ist, ich habe keine Ahnung. Oh, eine Nachricht. Auf jeden Fall läuft jetzt gerade alles irgendwie viel besser als überhaupt. Gute Yakitori Night City Tempura Night City billig. Gute Night City Ramen lecker. Gibt es in dieser Einöde nichts zu essen? Achso, ich kann dir Tipps geben. Guru, du findest nichts, weil du mir deine Suchanfrage. Ja, machen wir erstmal. Entschuldige, das liegt an dieser verdammten Benutzeroberfläche oder vielleicht ein Virus. Ich habe ein paar Vorschläge, falls du Hunger hast. Ist schon okay, aber sei nächstes Mal vorsichtig. Komm. Wenn die Straßen mich eins gelehrt haben, dann dass es... Was? Die Pancakes in Tom Dinner sind überirdisch gut. 5 Sterne. Ja, ja. Die habe ich noch nicht versucht, aber ich glaube nicht, dass ich dort gerne gesehen wäre. Oh, na gut, dann nicht. Sorry. So. Okay, theoretisch könnten wir jetzt zum ja, Bazaar in Jabbertown gehen. Blaze Safe, was war das für eine Mission? Komm, Spiel, jetzt habe ich dich gelobt. Eingeladen. Sabura Arisara Beerdigung. Muss ich mich wohl mit dieser traurigen kleinen Parade zufrieden geben? Ich brauche nur noch Konfetti, aber im Ernst, Takemura muss lebensmüde sein. Er will eins von allen Augen auf Hanakos Wagen springen. Von mir aus nur zu. Wir können uns um die Scharfschützen halt derweil die Augen nach einem Fluchtweg offen. Das wird alles so verdammt schief gehen. Ich spüre es. Ja, das wird allerdings sehr schief gehen. Wer die letzten Missionen gesehen hat, der weiß, was ich meine. Und mal gucken, haben wir sonst noch irgendwas? Wir haben Fahrzeuge kaufen. Vor allem Bedrohung sehr niedrig. Fahrzeuge, ne? Schön. Alte Freunde, Aufträge könnte man noch mitnehmen. Bedrohung sehr niedrig. Was war das? Nebenmissionen. Mal gucken, wie weit sind wir denn entfernt? 1,1 Kilometer. Mal gucken. Und was ist, wenn ich jetzt hier, was war das? Versuch mit Barry zu sprechen. Sieht aus, als hätte das NPC einen Nachbarn. Hat sich, ah, okay, das war die Geschichte. Und wie weit ist der entfernt? Ja, komm. Dann nehmen wir den guten Barry mal mit. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, wir ja, wechseln mal die Karre. Und zwar ja, auf die Karre, die wir aus Versehen mal erworben haben. Jawohl, ich finde es immer noch super. Boah, das sieht schon geil aus. Mal gucken, wie sieht es drin aus. Ja, ja, ja. Sieht schon nice aus. Gut, jetzt habe ich jetzt... Boah, schönes Geräusch, nicht so laut. Oh, und da gibt es auch schon wieder Stress. Problem ist halt bei der Karre,
Die Lenkung ist ziemlich hakelig. Wow, ein Unterschied, man steigt aus und hört sofort, wie alles in sich zusammenfällt. Aber hier können wir, glaube ich, nichts lagern, ne? Ne, hier haben wir nichts zum Lagern. Alles gut? Wo kaufst du ein? Tja, ich finde Sachen. So, hallo Officer. Okay. Gut, mit dem guten Barry sprechen. Na ja, mal sehen. They're making waves in Tokyo, Sydney, and Paris. Their next stop is on your doorstep. Night City, expect the unexpected. Harry. Was willst du? Was machst du da? Ah ja, okay, interessant. Aber wir müssen auch wirklich mal wieder so Boxkämpfe machen, ne? Oha, kein Kommentar? Harry? Barry? So heißt du doch, oder? Wer ist da? Wie? Ich wohne über dir. Erinnerst du dich? Haben über Autos geredet. Hast vom Mizutani Shion geschwärmt. Ich meinte, der wäre was für schwanzlose Angeber. So einen Unsinn vergisst man nicht. Dein Blick damals. Wäre am liebsten ab durch die Mitte in die Badlands, so angepisst warst du. Ich erinnere mich. Was willst du? Halt durch, ich will nur reden. Leute, wir müssen uns an... Leute, wir müssen uns an Verluste gewöhnen. Ich will nur reden. Ich will nur reden. Ich weiß, dass das jetzt wichtig für dich ist. Selbst wenn du es nicht zugeben willst. Ich kann die Zeit für dich nicht zurückdrehen, aber ich kann dir zuhören. Dich erinnern, dass du nicht alleine bist. Moment mal. Wir kennen uns kaum. Und jetzt kreuzt du hier auf, um mit mir über meine Probleme zu reden? Wie kommst du darauf, dass mit mir was nicht stimmt? Beobachtest du mich? Wurdest du geschickt? Du solltest etwas raus, das Leben genießen, deine Freunde haben mich... Was? Deine Freunde haben nicht geschickt, okay. Okay, erwischt. Deine Freunde wollten, dass ich nach dir sehe und ich dachte mir... Warum nicht? Das ist ein feiner Kerl. Wen kümmert's, dass er unter Geschmacksverirrung leidet, was Autos angeht? Solltest dir wohl ein blaues Auge abholen. Du verstehst es echt, jemanden aufzumuntern. Vielleicht sind die Knalltüten ja echt besorgt um mich. Sag ich doch. Auf Schreien? Okay. Komm rein. Wenn du so unbedingt reden willst. Juhu, wir dürfen mit dem guten Barry reden. Aber erstmal. Mal schön alles wieder hier auskundschaften, ne? Kann ich mit ihm? Nein, okay. Was ist das? Achso, setzen, ja. Wow. So, Ablenkungsmanöver, okay. Okay, das setzen wir uns mal, ne? Ja. Ich habe auch jemanden verloren. War ein verdammt guter Freund. Was meinst du mit auch? Geht's hier um Andrew? Sie. Haben es dir erzählt. Der beste Freund, den ich je hatte. Kannten uns mein Leben lang. Der Einzige, dem ich alles sagen konnte.
Das NPC ist immer noch besser, was? Ich schätze mal, im NCPD hat sich gar nichts verbessert, oder? Einmal hat ein Maelstromer einen Jungen getötet. Direkt vor meinen Augen. Nur so zum Spaß. Ich konnte nichts tun. Der Hurensohn stand unter Konzernschutz. Ach, typisch. Unser Chief sackt eine anonyme Spende ein. Und was passiert? Offiziell hat der Junge sich selbst das Hirn rausgeblasen. Direkt vor deinen Augen. Irgendwas in mir ist da gestorben. Ich konnte das einfach nicht mehr. Kurz darauf starb Andrew. Das gab mir den Rest. Konntest du mit niemandem auf der Arbeit reden? Was ist mit Petrova und Mendes? Petrova ist nicht verkehrt. Aber sie kommt mit sowas nicht klar. Mendes rafft es einfach nicht. Der denkt, wir müssen hart sein. Wenn du nicht verkraftest, wenn ein Kind umgebracht wird, bist du für ihn mit Weichei-Genen geboren. Aber du hast ihm von Andrew erzählt. Ganz ehrlich, hab darüber nachgedacht, aber sie wissen nicht alles. Ist besser so. Naja. Kannst du mir sagen, wie Andrew starb? Ist doch egal. Normal. Altersschwäche. Wenig überraschend. Schließlich war er nur ein paar Jahre jünger als meine Oma. Altersschwäche? In Night City? Dafür müsste man ihm eine Statue errichten, die alle bestaunen können. Eine Nische für die Urne muss reichen. Leute sterben, damit muss man leben können. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Ah, also war Andrew eher wie ein Opa für dich, ja? Was heißt also war Andrew eher wie ein Opa für dich als ein Freund? So würde ich das nicht sagen. Er war wie, ich weiß nicht, wie ein Fenster zur Vergangenheit oder so. Er hat mich an meine Oma erinnert, an unsere schönen Gespräche, an eine Zeit, als alles noch besser war. Er war wie eine Art Zeitzeuge. Okay, Leute sterben, damit muss man leben können. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Ja, gut, stimmt halt, ne? Mendes hat recht. Muss dich abhärten. Der Welt sagen, dass sie dich mal kann, kreuzweise. Aha. Also soll ich vergessen, was ich gesehen habe? Diesen Jungen. Sogar Andrew. Er ist weg, du bist hier. Hör auf, in der Vergangenheit zu leben. Du wirst nichts ändern, wenn du hier hockst und dich in deinem Elend suhlst. Ich glaube, du solltest gehen. Ach, wie du meinst. Ach, fuck. So meinte ich das jetzt allerdings nicht. Scheiße. Ah, finde Andrews Nische, bevor du mit den Polizisten sprichst. Ja. Was soll hier? In der Andrews Nische. Ich dachte, das war's schon. Jetzt soll ich doch irgendwo anders hin noch. Okay. Aber ich freue mich jetzt so richtig. Gerade eben hat uns folgende Einmeldung erreicht. Ein Kantau AV ist vor den Toren Night Cities abgestürzt. Die Schubdüsen des AVs wurden durch eine unerwartete EMP-Entladung deaktiviert, die von einem beschädigten Kraftwerk in Santo Domingo ausgingen. Eine versuchte Notlandung des Piloten war leider nicht erfolgreich. Ja, daran erinnere ich mich noch gut. Glücklicherweise konnte das überlebende Kantau-Sicherheitspersonal den Angriff ohne weitere menschliche Verluste abwehren. Das Unternehmen hat bereits reagiert und will gegen die Nomadenlage entschieden und gewaltsam vorgehen. Ah ja. Okay. Ist ja doch wieder weiter entfernt, als ich dachte. Warum geht hier alles kaputt? Was macht denn hier für ein Scheiß? Du hörst es nur klimpern. Als ob hier jemand ausrastet und alles zerdeppern will. So, rein da. Rein da. So, ab dafür. Okay, jetzt muss ich natürlich wieder... Alter, die Karre, die geht aber ab, ey. Jetzt mal ohne Witz, die geht ja richtig. Muss man ja sehr langsam fahren. Ja.
Handling bei der Karre. Ja, Respekt. Ich hoffe, ich fahre jetzt richtig, nicht, dass ich irgendwas anderes auslöse. Okay, wir hatten heute noch keine Action, ne? Wir sind schon ungefähr 16 Minuten im Spiel und haben noch keine Action. Das muss sich ändern. Oh fuck. Kann ich von hier unten vielleicht? Okay. Sieht schon mal sehr amüsant aus. Was ist, wenn... Ah, verdammt. Okay, schade. Wunderbar. So, mal gucken, geht das? Autsch. Ja. Oh, wow. Really? Oh, shit. Nein, nein. Ah. Was? Feinkontakt bestätigt. Warum? Ganz ruhig. Bleib cool. Bleib geschmeidig. Oh. Hi. Da. Hast du was zu essen für mich? Jomes, ja. Okay. Mist. Ah, okay, Kampf. Hä? Sei ruhig. Hä? Kommen denn die Schüsse jetzt auf... Ja, okay. Zack. Noch jemand? Ja. Schön. Was ist das? Weil. So, was wird alles looten hier? Schön loot. Okay, muss das so sein? Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt hier alles total im Eimer ist. So, hier gibt es nichts mehr? Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir krallen uns mal die Karre hier, ne? Oh. Da war noch jemand. Oder komme ich wieder nach oben? Ja, ich hätte natürlich auch einen leichteren Weg nehmen können, ne? Nicht so einen holprigen Weg. Wunderbar. Und jetzt noch einmal nach oben und dann haben wir es. Wie gesagt, Doppelsprung ist schon ziemlich nice. Wenn er mal funktioniert. Was mache ich denn hier? Ne? Schenk fest? Nee, doch nicht. Gut. Ja. Und dann mal nach oben. Okay. Hey. Bin ich jetzt falsch? Ja, ich war auch. Ah, scheiße. Ja, ich weiß, ich kann natürlich das Auto rufen. Ach komm, was ist, scheiß drauf. Kommt der? Kommt der? Ach, hier ist er doch. Oh Gott. Stehen direkt davor. Nee. So, 600 Meter. Was ist denn hier schon wieder los, Officer? Was gibt es denn hier schon wieder für
Auseinandersetzungen. Oh, schön. Nur mal gucken, nur mal gucken. Ach, Mist. Und der war der erste ist tot. Ich will natürlich verhindern, dass Unschuldige sterben. Komm raus! Regeln wir das wie Krieger! Ich riskier's. Wow, das funktioniert? Cool. Wie läuft's, Süßer? Hallo. Okay, wo ist er? Da ist er. Hörst du wohl auf zu schießen? Na? Jetzt auf zu schießen, hab ich gesagt. So. Nicht besser. Komm her. Los, beweg dich. Okay, wunderbar. Was? Warum? Warum jetzt Haftbefehl? Willst du mich verarschen? Ich hab dir gerade einen Arsch gerettet. Oh, come on. Oh nein. Hilfe. Boah, Alter, das Gesetz der Straße, ne? Du rettest Leute und kriegst dabei selber eine vom Latz. Ach, shit. Das erste Mal vom Polizisten geflogen. Aber warum? Ich habe doch nur meinen Job getan. Warum wurde ich jetzt abgeknallt? Okay, wo hat's gespeichert? Hier hat's Okay, das finde ich sehr, sehr gut. Okay. Ich kann sie quasi alle erledigen. Ohne diesen Haftbefehl gedöhnt. Würde aber jetzt erstmal eine Weile dauern. Nein. Warte. Bam. So, das muss reichen. Bitte. Wunderbar. RIP. Wenn du von alleine rauskommst, tun wir dir nicht weh. Die tut mir doch eh weh. Egal, was passiert. Sobald ihr mich seht, tut ihr mir weh. Also, und das möchte ich nicht. Okay, ist nur noch einer. Ah, verdammt. Du siehst mich nicht. Und schön. So. Kurz und bündig. Kurz und schmerzlos. Alles gut bei euch? Ich habe euch den Arsch gerettet. Kriege ich jetzt was dafür?
Außer den ganzen Loot. Können wir reden? Kann ich was bei dir verticken? Hm. Okay. So, oh, immer mehr. Dass dann alles extra noch aufploppt. Hier liegt noch eine Waffe rum. Ja klar, wir sind halt der Müllmann, ne? Der alles sammelt und entsorgt. So, okay. Aber dass die sich hier nicht dafür interessiert haben, die Bullen, also die Polizei, ne? Kann ich bei denen irgendwas machen? Oh, Traumateam. Wäre das so in Ordnung, wenn ich ein Traumateam... Ach, scheiße. Ich weiß, ich sterbe jetzt. Oh Gott, schnell einsteigen. Ja. Das war nicht so gut. Tschüssi. Okay, cool. Ja, wie gesagt, es ist keine gute Idee gewesen, aber man kann es ja probieren. So, wo kann ich denn jetzt? Wo ist? Die Karre ist so heftig. Kann man die nicht irgendwie tunen oder so, dass man mehr Handling hat? Mehr Feingefühl dafür. Oh, hier gibt es ein Tattoo. Gibt es hier eine Tarotkarte? Sieht verdammt so aus. Toll. Das Problem ist jetzt, ich bin über. Hab zu viel, ne? Und kann nichts ablegen. Ich kann auch kein Auto rufen. Schade. Na gut. Dann müssen wir halt im ganz langsam schritten. Schnarch. Oh. Oh, sehr schön. So, welche haben wir denn? Hier haben wir sie. Und es ist die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist die. Was? Doppel S und. Ja, okay. Ist die Karte des Gleichgewichts. Sie kann für Selbstbeherrschung stehen oder für einen langsamen Wandel zu einem reiferen Gleichgewicht hin. Die Mäßigkeit wird damit in Verbindung gebracht, die Kontrolle über sich selbst zu haben und nach inneren Frieden zu streben. Okay, wie viel haben wir mittlerweile? Ja, also es wird, ne? Es wird. Wir kriegen die noch voll. So, wir sollen jetzt nach... Hat jemand sein Feuerzeug vergessen? Hallo. Hi. Hä?
Hey, du! Jo, was ist los? Bist du aufs Fressbrett? Ey, jetzt geh doch mal weg. Okay. Wie soll ich hier bitte schön was finden? Scan geht nicht. Okay, Dean Russell. Hier ist kein Name. Oh, da liegt noch was. Eine Karte. Karten, ja, Karten. Können wir noch eine Runde Karten spielen? Aber wo soll denn hier bitte schön denn sein Name stehen? Das hier? Ja, das hat man ja, ne? Dean Russell, ein Forscher von... ja? Hier ist nichts. Da ist vielleicht was. Ah. In Erinnerung an meinen besten Freund. Eine Schildkröte soll das... was? Du warst eine Schildkröte, aber du hast besser zugehört als jeder Mensch. Du warst an meiner Seite, als Oma mir erklärt hat, was richtig und was falsch ist. Du bist meine letzte Erinnerung an eine bessere Welt. Ruhe in Frieden. Eine Schildkröte soll das ein Witz sein. Barry hat ein echtes Problem. Wenn die Schildkröte sein einziger Grund zum Aufstehen war... Jetzt verstehst du es langsam. Seine Freunde müssen das hören. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Kennst doch das Spielchen. Wenn du zu lange in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund auch in dich hinein. Der Schritt nach vorn liegt da nahe. Besonders bei dem Scheiß, den er im Leben gesehen hat. Okay. Gut, jetzt fahren wir den ganzen Weg wieder zurück. Yay. Wir können aber doch nicht schnell laufen. Oder zumindest ein bisschen schneller. Aber zumindest haben wir wieder mal eine Tarotkarte mitgenommen. Das ist ja auch mal was Feines. Ach komm, kann ich? Ja, komm. Tut mir leid, ich wäre gern damit gefahren, aber... es ist viel zu... ja. Und außerdem kann ich dort nichts ablegen, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum man dort nichts ablegen darf. So, Übergewicht, mehr als genug. Ach verdammt, na egal. Waffe brauchen wir nicht, wir haben eine Waffe und die reicht. Vorläufig. So, die könnte man vielleicht später noch benutzen, die hier. Könnte vielleicht interessant werden. Sturmgewehr, Na, der Mel, wie geht's? Sorry. So lässt es sich schon viel, viel besser fahren. Ist das eine Karre zum Kaufen? Fahrzeug kaufen. Ah, okay. Gut. Schnauze, ich muss hier lang. Okay, hätte ich jetzt die Kohle gehabt, hätte ich die Karre gekauft. Aber in dem Fall... juhu! So einen kleinen Spaziergang nach unten, Abkürzung. Der May bleibt locker, der May, der May. Alles gut? Ja.
hängen bleiben an Müllsäcken. Ja, das ist ja wunderbar. Scheiße. Oh, nö, bitte nicht. Jetzt ist gut. So, warte. Ja. Wunderbar. Und wir sind wieder auf der Straße. Naja, fuck. Okay. Ah, okay. Ja, doch, gleich schaffen wir es. Gleich schaffen wir es. Ja. Komm schon. Und wir wollen weg. Oh mein Gott. So, weiter geht's. Falsch gefahren. Kann ich hier runter? Nein, kann ich nicht. Ja gut, die Frage ist halt, sollen wir ihnen dann erzählen, warum er so ist? Also können wir das überhaupt? Ach guck mal, das sind doch unsere Freunde. Sind alle wieder fit? Warte mal, kann ich? Oh Gott, das ist so böse jetzt. Ja. Okay, kann ich nicht. Nicht genügend Speicherpunkte. Wow, 23. Alles klar. Ich bin weg. Der Bahn. Ja. Nein! Sorry. Geht's Ihnen gut? Ah, shit. Okay. Oh. Moment. Kampf? Oh, okay. Oh fuck, da. Na, hallo? Jetzt lass mich doch. Na. Da. Okay. Wo ist die Markierung? Wo ist überhaupt. Hä? Jetzt sehe ich nichts mehr. Toll, die Karte ist kaputt. Ich hab die Karte geschrottet, verdammt. So. Ich glaube, ich bin richtig. Schnell. Schon gehört? Letztes Jahr hat die Regierung von Night City 32 Konzerne von der Einkommenssteuer befreit und das einfach so. Und darunter waren Kangtao, Arasaka, Lure Technologies und Dynala. Diese Konzerne erzielen zusammen ein Bruttoeinkommen in Höhe von mehreren 10 Billionen Euro-Dollar. Das katastrophale Stadt der Möglichkeiten-Gesetz wurde mit 99 Stimmen zu einer. Ich war als einziger entschieden dagegen. Soll ich Ihnen zeigen, was ich mit diesem Gesetz mache, denn Sie oder von der CD? So, reden wir mal mit denen. Ein bisschen schneller kann ich.
Na, da sind sie doch. Haben sie die ganze Zeit hier gewartet auf uns. Typisch. Alles gut mit dir? Du bist es. Hast du mit Barry geredet? Kommt er endlich wieder klar? Was hat Barry euch über seinen toten Freund erzählt? Hey, was hat Barry euch über den Freund erzählt, den er verloren hat? Nicht viel. Hat eher selten von ihm gesprochen. Aber Barry meinte mal, er wäre der Einzige, der ihn versteht. Ist schön, so jemanden zu haben. Ich habe Andrews Grab besucht. Barry ist in schlechter Verfassung. So schlecht, dass er lieber mit einer Schildkröte als mit euch beiden gesprochen hat. Findest du das komisch? Im Gegenteil, das ist verdammt traurig. Barry hat das Leben als Kopf zugesetzt. Habt euch über ihn lustig gemacht. Also hat er euch nichts mehr gesagt. Und außer euch hatte er niemanden. Außer einer Schildkröte. Sein bester Freund. Geerbt von seiner Oma. Bis Andrew starb. Oh, Scheiße. Das glaube ich nicht. Verarscht mich. Klar, weil Bullen verarschen so einen Spaß macht. Klar, weil Bullenverarsche eins meiner Hobbys ist. Aber warum würde er uns anlügen? Er hat über die Schildkröte gesprochen, als wäre sie ein Mensch. Was glaubst du, wie Mendes reagiert hätte, wenn Barry zugibt, dass er mit Tieren spricht? Oh Gott, Barry. Ich dachte, dann macht er noch Drama, Queen, dass er drüber wegkommt. Wird auch Zeit. Danke für die Hilfe. Das ist für deine Umstände. Cool. Dankeschön. Dankeschön. Sehr schön. Sehr schön. Gut, Auftrag ausgeführt. Wunderbar. Ach, sieh nach Barry. Ja, ja. Ja, gerne doch. Ich hoffe, es passiert nichts. Oh, Scheiße. Barry? Barry? Ich hab doch gesagt, ohne Durchsuchungsbefehl kommst du nicht rein. Verdammt, Barry. Wenn wir reden, Petrova hat mir erzählt, dass dein letzter Fall heftig war. Der Boss meinte, du sollst dicht halten, hm? Hatte auch mal sowas. Ein dreckiger Kindermörder. Wichser war im Petrocamp-Vorstand, also konnten wir nichts tun. Den Anblick vergesse ich nie. Dieses kleine Kinderhemd. Grün. Der lustigen gelben Katze. Komm rein. Hey, Moment, da liegt was. Ah, verdammt, wieso habe ich das letzte Mal nicht gesehen? Scheibe. Ach Mann, das ist jetzt doof. Toll, hab ich was übersehen. Peinlich. Aufpassen. Kann ich euch schubsen? Kann ich? Also bevor die runterfallen, fliege ich garantiert dreimal extra. So, wunderbar. Was haben wir noch Schönes? Was war das? Finde alle Tarot-Graffiti in der Stadt. 8 von 20. Okay, das ist heftig. Geh zu Wilson Schießstand. Ein Schießwettbewerb? Nö, danke. Das können wir alle später machen. Jetzt wollen wir erstmal zum guten, zum Bazaar von Japantown. Wenn der Fahrstuhl funktionieren würde. Aufzug, funktionierst du? Kann das sein, dass der Aufzug jetzt defekt ist? Oh Mann, bitte nicht. Ah, jetzt. Und ab dafür. Thank you.
Real Water. Naja. So. Sehr schön. Ja, genau. Solange wir uns jetzt nichts dazwischen kommen, können wir ganz gemütlich fahren. Wenn die Kamera mitspielen würde. Es ist halt immer dasselbe. Schon. Seltsames Graffiti sieht aus wie eine Taucherkarte. Okay, hab ich schon. Kann ja sein, dass das nicht auf der Karte angezeigt wird, ausnahmsweise mal, ne? Wieder vergessen. Ja, schlafen beim Fahren ist immer blöd. Sorry. So. Wow, wie die Schadensberechnung funktioniert. Ja, ich finde, gut geparkt. Oh, hier komme ich nicht einfach so. Nein, hier komme ich nicht einfach so. Okay. Ja, okay. Alles kaputt machen. So, hier komme ich nicht hoch, schade. So, stimmt, da hier war ja Aufzug rufen. Stimmt, da war ja was. Hallo und willkommen bei den N54 News. Wir beginnen mit beunruhigenden Berichten aus den Badlands. Ein humanitärer Militech-Konvoi wurde von einer Bande skrupelloser Nomaden überfallen. Die Konzernsicherheitskräfte wehrten sich mit Waffengewalt, aber erst nachdem ihnen eine Flucht mehrere Militech-Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Dennoch hatten die Nomaden keinen Erfolg. Eintreffenden Verstärkungstruppen gelang es, die Ich wollte gerade sagen, ist das Johnny? Anschließend die Ladung des Transporters. Johnny, bist du's? Hast du Kleingeld? Nein. Hey, Johnny. Hey. Hey, gerade rechtzeitig. Wo bist du denn? Ach, hey, Takemura, was geht? Nicht springen, es gibt immer noch. Goro, wenn du springen willst, denk dran. Es gibt Hotlines für solche Situationen. Das ist nicht witzig. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch alle Starten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Okay. So, Gewehr.
So. Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwierig, das klettern muss. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Sehen? Hey! Bye bye, Dave. Falls das gefährlich klingt, denk dran, lass dich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Ja, die Frage ist, bist du bereit, Oda nochmal zu begegnen für solche Jobs immer? Ich schon. Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, nicht? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Dein Kumpel, Oda? Oda hat die Ehre. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht, bis du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als er. Gute Einstellung. Pass auf dich auf, Goro. Okay. Also drei Scharfschützen. Naja. Könnte man relativ easy peasy machen? Ich weiß nicht. Bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Ich habe eh keinen Grund zu leben. Ja, okay. Erreiche den ersten Scharfschützen. Interessiere die Scharfschützen treiben. Aus der Bahn, aus der. Achso, ich kann gar nicht. Ach, okay. Einfach nur laufen. Hey, ten cuidado! Okay. Ich kann hier nichts mitnehmen, das ist blöd. So. Tja, hätte mich fast erwischt. Mein Guter, so leicht kriegst du mich nicht. Was haben wir hier? Irgendwas Wichtiges? Zwei Nachrichten? Familienversicherung. So.
Das könnte schlecht gehen, oder? Wir versuchen es mal. Verdammt. Ja, wie gesagt, schlecht gehen, ne? Shit. Na gut. 2 von 3. Okay, ich denk drüber nach. Was? Alle Einheiten, verdächtige Aktivität in Sektor 13. Fertiger Junkie beim Ballon. Kümmert euch drum. Patrouille, Position an. Wie soll ich jetzt... Scheiße. Holt euch den Junkie. Was? Oh, ich habe den Näheren erledigt. Oh, ich kann's springen auf dem Balkon mit dem grünen Pfeil. Hä? Über die Brücke auf die andere Straßenseite. Scheiße, von. Oh. Keine Maschinen, verdammt. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Das geht so schief. Verdammt nochmal. Sehr schön. Okay, das war ja einfach, ne? Was jetzt? Jetzt runter? Nein? Herr Schütze, er sieht dich. Was? Was? Wo denn? Was denn? Ah! Ich weiß nicht, wie das aufgeht. Zu einem anderen. Ja. Scheiße. Ich hab grad nichts gemerkt. Sorry. Okay, mehr Konzentration. Die Wagen fahren jetzt los. Sei vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka-Drohnen. Und ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Er steckt sich hier. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, die Hanako-samas Wagen auftaucht. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal ganz ruhig. Ganz konzentriert. Du bist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Hallo. So. Zack. So, das haben. Wobei, warte, wir können nochmal verlinken. Ach, schade. Ja, willst du mich jetzt rollen? Gar nichts. Wow.
Hey, komm, versuche ich nochmal, weil das lässt ich nicht auf mir sitzen. Zack, zack. Schon wieder verkackt. Wow. Naja, wenigstens eins. Wenigstens eins. So. Junkie beim Ballonstand. Kümmert euch drum. Patrouille! Position halten! Balkon, zweite Etage. Frau in Rot. Womöglich bewaffnet. Abbruch. Goro, ich habe den Näheren erledigt. Jetzt springe auf den Balkon mit dem grünen Pfeil. Nimm den Fahrstuhl. Gehe über die Brücke auf die andere Straßenseite. Mit dem grünen Pfeil? Ach, hier? Ah, okay. So. Hey, das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Sie erfüllt keiner unserer Normen. Hanako-sama sollte nicht hier sein. Stellst du Yorinobus Befehle in Frage? Mach deinen scheiß Job. Verstanden. Over and out. Genau wie erwartet. Oder ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Okay, ja, ich fahre nochmal weiter runter, weil ich mir halt nicht sicher bin, ob das richtig war. Aber so konnten wir zumindest erstmal was mitnehmen. Ich jetzt gerade irgendwas falsch. Okay, der Weg zeigt mir hier rein. War ich nicht schon dort? Ich muss vielleicht erstmal gucken, wo sich der Scharfschütze befindet, bevor ich jetzt hier losstürze. Hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Was ist los? Der Typ, der dich gekillt hat? Typ? Der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburo aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast auch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Ah ja. Und nun? Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, wie muss ich jetzt springen oder was? Das Ding sieht nicht gerade stabil aus. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines. Fuck! Ich wäre fast gestürzt! Sei vorsichtig! Du darfst nicht auffallen! Ach, wirklich? Das sagst du so einfach. Hab ich doch gesagt. Ah, scheiße, hier geht alles kaputt. Okay, alles gut. Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Wirklich? Okay. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn? Ah, fuck. Gott. Hilfe.
Okay. Passiert nicht viel, alles klar. Es gibt nur Erfahrungspunkte, sehr schön. Ich habe so absolut keine Ahnung. Ist der das? Nur noch ein paar Meter und du hast ihn. Ja, aber... verkackt. Oder ist es im Endeffekt egal? Hauptsache er stirbt. Ziel erledigt. Das wird man gern. Zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Du hältst weiter oben. Ich gebe Bescheid. Machst du erstmal entfernen? Oder sprichst wieder? Hör zu. Mitteilung, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier raus. Sofort. Deine Sage ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Frag deinen Boss, was ihm lieber ist. Das Arschlackern. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht wie? Wir müssen uns beeilen. Ja, ist ja gut, ich beeil mich ja schon. Aber wenn das keine große Auswirkung hat, dass ich jetzt das so gemacht habe, dann ist ja alles okay. Okay. Gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Das brauchen wir nicht. Okay. Okay. So. Ha, erwischt. So. Als ob ich das nicht mitkriegen würde. Ist da noch jemand? Nein, ich habe nichts gehört. Der Kontakt zu ihm ist vor ein paar Tagen abgebrochen. Wir haben nicht vor... Verstanden. Ich werde seine Familie informieren. Mit erhobenen Händen rauskommen! Nein? Machst du die Tür auf? Okay. Hallo, wo bist du? Oh. Ja, das ist. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten. Sei ruhig. Schlaf schon. Dreckstück! Und... Bam! Oder wie viele sind denn das? Sind das jetzt wirklich drei Stück?
Gott. Oh, Scheiße. Willst du mich verarschen? Die haben hier wirklich einen Roboter nach oben gepackt. Zack. Der Schaden macht. Und weg ist er. Tschüssi. Einfall! Ja. Ist hier irgendwas Gutes? Ne, bloß Nachrichten. Also nichts Wichtiges. Kurz breaken. Breachen. So, zack. Mist. Naja gut, wieder eins. Komm schon raus, ich tu dir nichts. Oh. Er ist getroffen! So. Ich erledige nur einen Job. Konzentration! Hallo? Ziel getroffen! Okay, was war das jetzt? Du Miststück. Nein, da. Ja. Oh, Henker! Versuch den Wartungsbereich zu erreichen. Dort kannst du hochklettern. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu deiner. Schwere Verluste! Achte auf die Wagenjets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebraten. Ja, okay, aber warum tut er mir wieder nichts? Denkt er jetzt wirklich, warum ist der tot? Ach komm, machen wir mal auf. Sehr schön, na. Komm schon raus, ich tu dir nichts! Ich muss dahin. Macht es nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht gebraten werde. Warum? Weil. Okay. Wegen dem Fisch. Die Rohre sehen stabil aus. Klettere daran hoch. Okay. Ich sehe gerade keine Rohre. Ah, fast geschafft, komm schon.
Kofferraum. Ah, verdammt, okay. Kommst du raus oder muss ich die Security raus? So, die haben mich ja eh schon im Visier gehabt, ne? Also das ist ja im Endeffekt auch egal. Bitte? Wer will, wer hat noch einen Mensch? Okay, niemand. Das wird jetzt easy. Ja, sehr schön. Schön. So, Treppen. Ach, wer braucht schon Treppen, ne? Vorführeffekt. Schade. Okay, der letzte Scharfschütze, ob ich den kriegen werde. Zumindest ist es halt, das Gute ist halt, man... Schütze auf der Fußgänger. Man hat halt nicht das Problem, dass wenn man erwischt wird... Scheiße. Okay, das sollte ich wohl dann doch überdenken. Fuck, die ganze Zeit bin ich drüber gekommen und jetzt auf einmal... Ja, ich habe mich schon gewundert, warum das so komische Geräusche sind, aber ja, es hat Bumm gemacht. Okay, auf ein neues. Ich versuche jetzt mal... Wie musst du runterkommen? Scheiße. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Soll mich jetzt verarschen? Wirklich? Ich brauche dich lebend. Vergiss das nicht. Hier wurde das gesaved? Oh. Komm mal. Okay, das ist jetzt ätzend. Ich dachte, dass es zumindest ansatzweise gut gesaved wird. Dass das hier ist? Scheiße. Vielleicht doch jetzt separat speichern immer. Nur noch ein paar Meter und du hast ihn. Richtige Aktivität. Na, cool. Das hat natürlich so auch noch nie erlebt, ne? Finde ich schön. Gucken, was passiert.
Ah, schade. Okay. Ja, schade. Kommt er jetzt her? Oh, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Ziel erledigt. Jawohl. Was hört man gern? Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist weit oben. Ich gebe Bescheid. Aber kommen die Gegner nur, wenn ich mich erwischen lasse? Sehe ich das gerade richtig? Oder spricht wieder? Hör zu. Ja. Mitteilung, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier raus. Sofort. Sager ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Frag deinen Boss, was ihm lieber ist. Das Arsakademisch oder seine Schwester. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht viel. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich beeile mich schon. So, hier haben wir alles. Gut. Wenn jetzt hier keine Gegner sind. Gut. Jetzt bin ich natürlich wieder Staatsfeind Nummer 1. So, Hacking. Ach, schade. Oder? Na, mal gucken. Nee, doch nicht. Shit. Wo kam jetzt der Schuss her, bitteschön? Wunderbar. Versuch den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Und wenn das nicht klappt, kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Achte auf die Bargain-Jets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebraten. Okay, mach ich. Aber immerhin, hier ist zumindest jetzt keiner, der mir blöd kommt, ne? Das passt ja schon mal.
So, na, jetzt. Ja. So. Die Rohre sehen stabil aus. Rettere daran hoch. Ach komm, scheiß drauf. Nein, unten. Da ist noch was. Hä? Macht ihn endlich fertig, verdammt! Das ist ein Befehl! Da. Ja, Mai! Tschüssi! So. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich hin muss. Wieder mal. Das nehmen wir noch mit. Mal schnell nachladen. Dann einmal bitte nach oben. So gern die ganzen Sachen mitnehmen. Ach so, das war der Typ, den wir eigentlich leise gekillt haben. Gut, ich speichere jetzt mal kurz. Weil so einen blöden Fail brauche ich nicht nochmal. Okay, hier war nix. Okay, jetzt wird's lustig. Auf der Fußgängerbrücke. Willst du mich verarschen? Warum ist der dann genau vor mir? Okay. Das wäre erledigt, oder? Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Ein Problem bleibt noch. Und zwar... Arasakas Netrunner. Sie hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Sonst können wir die Wagen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus hinter jedes zweite Scharfschütze. Okay, ich bin unterwegs. Okay. Bleib locker. Ja.
Aber es ist zumindest möglich gewesen, das alles samt Bombe in die Luft jagen zu lassen. So, kann ich hier irgendwas machen? Ich wollte das doch mitnehmen. Mann, immer der gleiche Mist. So. Zack. Und. Ne? Gut, der Netrunner. Willst mich wirklich verarschen? Es wird kein zu schwerer Gegner, Bossgegner werden. So. Okay, auf geht's. Das ist cool. Okay, das war schon der Gesang. Ich dachte, jetzt fängt sie halt wirklich an zu singen. Aber gut, wir müssen weiter. Oh, shit. Scheiße, nicht gut. Ausgerechnet jetzt. Immer wenn wir irgendwie was machen. Oh, was? Okay, was ist das? Jetzt wie? Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Link rausziehen! Es geht doch sowas von schief. Bist schon zu lang online. Zeit für eine Pause. Fuck! Oh. Natürlich bist du hier. Ah, fuck, was bist du denn? Hallo, warte mal. Kann ich das hier machen? Aua. Okay, bleib cool, Alter. Nee. Fuck, aua. Ist doch gut, wir können doch drüber reden. Aber das stimmt nicht voll. Und tschüss.
Oh, oder? So. Oh, wow. Ja, Mann. Ich konnte ihn. Oder ist er tot? Er atmet. Noch. Bitte weh. Lass Gnade walten. Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Na los, weiter. Du und dein scheißkrankes Ehrgefühl. Okay, cool. Das. Heute ist ein Glückstag. Danke, deinem alten Kumpel Goro. Es ist an mir, dir zu danken, B. Okay, cool. Das war jetzt, ja, gut. Es würde bestimmt besser aussehen, der Kampf, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Dank des guten Hacking. Ich bin halt selber überrascht. Ich dachte, wir würden sterben. Zumindest einmal. Ach Mist. So. Okay, sehr gut. Online und im System. Hallo. Hanako ist drin. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Versucht zuzuhören. Denk dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein. 危険だと報告されたの. Oda とも連絡は取れないし. 何か変だわ. パレードを中止すれば, Yoasaを露呈したと思われる. Yoasa? 誰の? あなたの? 俺たちだ. 私が参加したのは, あくまでもお父様を追悼するため, 操り人形になるためじゃないわ. この見せ物では, みんなに役割がある. Michiko は文句を言ってないぞ. だが, お前が言うなら中止してもいい. 全部やめだ. お前の安全が第一だからな。 兄さん、 やり終えましょう。 ありがとう、 花子。 せっかくの式典だ。 やり終えなければ 悔いが残る。 Goro, alle Systeme down. Jetzt oder nie. 父様。 花子様。あなたは。お許しを。どうか話だけでも聞きください。サブロー様は。死ぬことを口にしないで。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすことは。花子様、ブレイを働きたくはありません。しかし。リー、ラウ。 Oh fuck. Okay, das war so nicht geplant, ne? Scheiße, scheiße, scheiße! Abgeknallt? Was immer passiert ist, wir sind gefickt. Ich wusste, der verrät uns. Wie war das noch mit der kurzen Leine? Wir müssen hier abhauen und zwar sofort. Ja, wir hauen ab. Wir hauen ab, das ist schön. Geht das? Ja, das geht sehr gut. Arsch. So. Hey, bist du in Sicherheit? Ja, vorerst. Hast du den Verstand verloren? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen uns treffen. Wo bist du? In einem verlassenen Wohnblock. In der Vine Street. Zweiter Stock. Apartment 303. Klopfe viermal. Okay, Auftrag Sonderlieferung. Was? Ja, egal jetzt. Schnell. Ja, ist ja gut. Schnell, er sagt schnell, verdammt. Ja, schnell. Wir müssen sofort hier weg.
Dritter Stock, beeil dich, viermal klopfen, pass auf, dass dir niemand folgt. Viermal bitte bestätigen mir, dass du das verstanden hast. Hervorragend, man kann nicht vorsichtig genug sein. Denk dran, viel. Ja, ist ja gut, Mensch, Junge. Siehst du okay aus? Wir gehen gleich live. 3, 2, 1. Hier ist Gillian Jordan von N54 live aus Japantown, wo während der heutigen Gedenkparade zu Ehren Saburo Arasakas eine Panik ausgebrochen ist. Es gibt nur selten zu einem Fehler gemacht zu haben, aber heute ist eine Ausnahme. Ich habe deine Entschlossenheit unterschätzt, ein und Takemuras. Ich bitte aber darum, dass mein Name dieser Geschichte nicht erwähnt wird. Natürlich beruht das auf Gegenseitigkeit. Ah. Zeugen sprechen von einer Schießerei auf einem der Festwagen. Natürlich erstmal alles wieder ablegen. So. Der Wagen soll angeblich der sein, auf dem sich auch Hanako befand. Scheiße. Leider liegen uns zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen vor. Oh, Schmerz, Schmerz, Schmerz. Können wir speichern? Nein, können wir nicht, verdammt. Willkommen zurück bei Delamain. Ich freue mich, Sie zu begleiten. Wie ich sehe, hat sich Ihre Gesundheit erneut verschlechtert. Kann man so sagen. Ich hoffe, alles wird sich zum Guten wenden. Ich auch. Kann ich jetzt speichern? So, wunderbar. Und da würde ich sagen, ich mache ab hier jetzt schon mal eine kleine Aufnahmepause. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann gucken, wie es dem guten Takemura geht, beziehungsweise was er hier wieder alles angerichtet hat. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Like da lassen oder eben einen Kommentar. Und bis dahin erstmal. Tschüss.